Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2, Part Nummer 10. Und ja, warum wir jetzt plötzlich hier starten? Ich habe auf jeden Fall diesen Aussichtspunkt habe ich erklommen. Wir haben mehr von der Karte aufgedeckt. Open World, einfach mal irgendwo hinrennen. Da könnten wir zum Beispiel jetzt hier ein Attentat verüben. Wo ich aber noch nicht sicher bin, ob wir das jetzt schon machen sollten. Wir sind ja gerade sehr unerkannt in der Stadt wieder. Komm, weiter. Und die Hauptstory weiterzumachen. Wobei ich gehe ja sowieso grundsätzlich nur der Hauptstory nach. Das sind Okay, es sah aus, als ob da ein Gegner wäre. Und, joa. Na, ich glaube, da rüberspringen wäre ein bisschen scheiße. Beschädigte Rüstung. Rüstung nimmt Schaden. Suchen Sie einen Schmied auf. Ja. Toll. Besten Dank, Mister. Runter mit dir. Da haben wir auch einen Schmied. Dann können wir erstmal zum Schmied gehen und Sachen wieder ganz machen. Hier. Kollege Schnürschuh, mach doch bitte. Nein, ich möchte nirgendwo hinreisen. Ich möchte, dass du meine Sachen ganz machst. Reparieren, ja. Alles reparieren, bitte. Danke. Schauen können wir uns eigentlich. Oho, schaut da mal an, was wir uns hier schon holen können. Aber ich weiß nicht, ob wir das alles wirklich brauchen. Widerstand, Helmschmied. Ja, gut, die Sachen sind alle ziemlich teuer. Ciao, Signore, und empfiehlt uns bitte weiter. Vielleicht machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt noch. Machen müssen wir es auf jeden Fall. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohlauf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Na, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf. Um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuholen, ohne etwas zu. Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Ja. Der gute Leonardo schafft das schon. Fertig. Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt. In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Jetzt haben wir so eine Giftklinge. Eine Klinge mit Biss. Giftklinge erhalten. So. Was sagt das Spiel jetzt? Was hat das jetzt Spiel? Das Spiel jetzt für uns bereit. Wir haben wieder eine Codex-Seite entschlüsselt. Versteckte Klinge war aktualisiert. Und wir gucken kurz auf die Karte. Ich sehe hier gerade gar nicht durch. Ja. Ich sage, gib was im Templerversteck.
Hier ist so eine Treppe, oder? Eine Leiter. Ist ja Jacke wie Hose. Gehen wir doch mal rein ins Templerversteck und mal schauen, was uns dort erwartet, was wir hier zu sehen bekommen. Mal schauen. Na komm schon, Spiel. Hausfriedensbruch im Jahre 1479, den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Ist das eigentlich auch die nächste Mission, die wir hätten machen sollen, oder gibt es da noch eine andere? Weil es gibt ja quasi ein wunderschönes Wiki von Assassin's Creed. Und da bin ich natürlich immer sehr quasi daran fest, dass ich mich da auch dran halte. Aber okay, die Quest steht da tatsächlich nicht bei. Das ist einfach nur eine Nebenquest. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco de Pazzi. Packt ihn! Mit Vergnügen. Er ist mir ein Lachu, da ist er! Hey! Okay, das setzt sie irgendwie hoch. Schauen wir, wie wir das machen. Adlerauge schärfen. Ich verstehe das gerade nicht. Ich soll irgendwie in den ersten Stock gelangen. Nur wie sollen wir das hinkriegen? Ah, okay. Wird außerdem auch gucken. Nein! Wieso springst du denn da weiter, du Idiot? Was soll denn das? Yeah.
Aha. Was hat es mir jetzt gebracht? Nix. Ey, das ist doch richtig dumm. Versuchen wir es noch einmal. Mal darauf kommen soll? Echt genial. Oh, da sind noch mehr Gegner. Aha, der hat mich nicht gehört, ist klar. Alternativkamera. Ach, du siehst mich, ja? So, du bist auch tot. Ach so, und wir haben auch extra quasi so eine andere Klinge. Wenn wir halt unseren Giftpfeil töten wollen. So ein interessantes Bild da oben. Na komm, Ezio. Schwing dich darauf, Mensch. Irgendwie hier rauf. Sehen, dass wir da hochkommen oder wie. Aha. Ich verstehe nicht. Alter, ey, das ist ja so kompliziert, ey, also ich habe manchmal gar nicht mehr durch. So, jetzt darfst du dich fallen lassen. So, erste Etage erreichen, dürften wir gleich haben. Wow. Sieht das nice aus. Mal Klinge ziehen. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den... Ach, Florin heißen die. Heißt die Währung hier so rum. Sie, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot.